So, herzlich willkommen zurück zu Gothic. Schon, ich bin gerade dergleichen hart in die GEMA-Mucke reingerannt, dass ich mir gedacht habe, das geht so nicht mehr klar. Das heißt, ich schalte jetzt sofort aus, bis ich hier wieder draußen bin. Mann, fuck her. Okay. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja, genau. Ich habe mir jetzt mal gespart, Dietriche zu kaufen, weil ich mir dachte, 37 reichen wahrscheinlich. Und man sollte in der alten Mine eigentlich noch welche bekommen können. Hoffe ich jetzt mal. Aber da stehen doch mindestens zwei Händler, oder? Eigentlich sollte das klappen. Und jetzt würde ich gerne noch davor bei Torres, dem einen Feuermagier, oder wie der heißt. Torres, ich denke schon. Dick solche Zauberrollen kaufen. Und dafür würde ich jetzt mal gerne hier. Oh, wie angenehm, dass man den nicht schleifen hört, ohne Scheiß. Ich würde mich gerne mal in deiner Schmiede versuchen. So, so, aber glaub nur nicht, dass du so tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay, nimm den Rohstall und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du die glühende Klinge am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Nein. Okay. Ich werde das jetzt mal immer so ein bisschen vertonen, immer wenn ich den Ding ausschalte. Sonst hat man ja nur den Text, das ist auch ein bisschen unschön. Und jetzt werde ich mal meinen ganzen Rohstall hier heiß machen und einfach wieder in meine eigene Tasche reinstecken. Nee, ich will einfach mit dem Rohstall so viel Geld wie möglich hier machen. Um mir von Torres den ganzen Kram zu holen. Sowieso alles total teuer. Sag mal, wie lang... Macht der wirklich nur ein pro Ding oder was? Ich spam wir ja total krass, aber... Er gönnt sich immer die langsame Animation. Na komm. Schön, dass in Extreme unter Effektlautstärke fällt. Dann hat man zumindest noch die normale Musik. Ey, war's das? Okay. So, jetzt habe ich ein bisschen Bedenken. Weil, ich weiß nicht, ob das in Gothic 1 oder 2 war, dass man die Klingen einfach kaputt macht, indem man die ins Wasser tut. Aber ich weiß nicht, ob das, vielleicht irre ich mich auch gerade, aber, ja, jetzt einfach mal ausprobieren, ja. War's das schon? Jetzt 27 so Dinger, okay. Warte, ich hab... Wie viel habe ich... So? Habe ich irgendwie noch welche oder was? Moment mal. Klinge 18. 19, okay. Dann wollen wir die mal alle härten. Na komm. Ich frage mich jetzt gerade, welche Schwerter da rauskommen werden. So viel werden die nicht wert sein, aber 27... Na, wobei, ich habe ja noch mehr Klingen. Ach ja! Komm, verpiss dich. Schau mal, wie schnell der an dem scheiß Ding ist. Ah! So. Wer nicht hören will, muss fühlen, Alter.
Jetzt mach ich mir mal ein paar schöne Schwerter hier. Wie der da zusammengesackt liegt, ey. Jetzt komm. Langsam, langsam, du hast gewonnen. Erstmal fett Brot essen. Komm. Na los. Wie viele habe ich denn davon noch? Alter. Mal kurz gucken, was dann da für Schwerter rausgekommen sind. Ah. Ah, die groben Schwerter, okay. Nee, bei einem... Okay. Bei einem Wert von 100 müssten die mir 50 einbringen. Ah, dann werde ich jetzt mal gleich versuchen, da einiges davon gegen Spruchrollen zu tauschen. So. Kann der mir eigentlich irgendwas anbieten noch? Für Gomez. Nice. Cool. Dass uns ja immer noch was von dem Essen gibt. Finde ich ja sehr angenehm. So, dann gehen wir jetzt nochmal zu dem Magier gerade. Fragen den mal. Was war das nochmal hier? Nee. Magische Kraft? Nein. Okay. Jetzt schauen wir doch mal, was der hier Schönes hat. Eier in der so eine alte Münze, die brauche ich auf jeden Fall. Nein. Der vierte Kreis der Magie. Ich weiß nicht, das Zeug ist alles so teuer. Wasser. Was? Braucht man vielleicht für Tränke? Okay, Scavenger-Verwandlung finde ich schon mal ziemlich lasch. Mallrat-Verwandlung auch. Lurker-Verwandlung klingt schon ein bisschen besser. Crawler-Verwandlung klingt auch nicht schlecht. Naja, Blutfliege klingt schon wieder ein bisschen lasch. Licht, Heilung. Der hat mal geschmeidig Feuerstürme. Mal so ein richtig geiler Flächenshit. Das Zeug kaufe ich auf jeden Fall schon mal. Okay, ich nehme jetzt mal einfach alles, was ich hier haben wollte und schau mal, wie viel das kostet. So, wie wär's denn mit den Lurker-Spruchrollen? Was haben wir da noch? Wolf. Ja. Was, die sind 100 wert? Na, wobei, einen hätte ich schon gern. Hey, hey, hey. Scavenger, nee. Lurker, die hätte ich gerne. Wie viel ist die wert? 100. Ob ich davon zwei brauche? Nehmen wir auch nur eine. Ja, und noch so eine Crawler. Warum nicht? Mal, probieren wir ein bisschen die Verwandlungssachen aus. Aber nicht gerade die schwächsten. Licht haben wir von Korkalom bekommen. Heilung. Ich kaufe mal lieber die Feuerstürme. Wobei, das ist gar kein so richtiger Flächenschaden. Sondern, ich glaube, nur auf Umstehende oder sowas. Feuerregen müsste dann sowas sein. Aber ist egal, ich will auf jeden Fall die Dinger haben. Guck, ich kaufe mir auch mal die Feuerbälle. Okay, jetzt will der schon 800 dafür. Eine Lichtrune. Dafür brauche ich aber Kreis 1. Kreis 2, Kreis 1, Kreis 3. Kreis 3, Junge.
Okay, die Runen müsste ich eigentlich alle kaufen, wa? Eigentlich müsste ich die kaufen. Man müsste irgendwann noch eine Feuerball-Rune umsonst kriegen, glaube ich. Aber ich bin mir da nicht mehr sicher. Kreis 3 hat die sowieso. Ich kaufe mir mal den Feuerpfeil. Licht und Heilung. Weißt du, was ich... Ich kaufe jetzt einfach mal den Feuerpfeil noch dazu. Weil der ist Kreis 1. Okay, dafür kannst du mal meine ganzen hässlichen Schwerter da fressen. Dum di dum di dum, dum du dum du dum. So, das hat schon mal gereicht. Vielleicht sollte ich noch mehr kaufen. Haha. Moment mal eben. Das lohnt nicht. Vielleicht ein paar kleine, nee. Wolf, Scavenger, nee. Ob ich mir von denen ein paar kaufen soll? Komm, 10, ja. Wie wär's mit 20? So. Nochmal 600. Hey, hoppala. Vielleicht werden die ja noch nützlich, wenn nicht. Mein Gott, hier. 600, pa. Also. Wie viel Geld habe ich jetzt noch? Ne? Ah, ich habe ja kein Geld ausgegeben. Haha. Ha. 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 Mann, 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 was habe ich jetzt hier alles an schönen Zaubern am Stab? Ja, ich kaufe mir irgendwann auf jeden Fall noch die anderen Runen, aber jetzt ist das eigentlich egal. Ich würde sagen, habe ich jetzt hier noch irgendwas zu tun? Lol, nicht nach vorne glitschen hier. Nee. Nee. Ich würde sagen, dann gehen wir mal in Richtung alte Mine. Wobei, ich kann mir davor noch die... Oh, habe ich ja vorhin völlig vergessen. Ich habe ja hier noch die schönen Sachen. Stärke und sowas. Die Permanenttränke. So, Moment mal. Ich habe hier ausgerüstet. Okay. Mal den Stärkering wieder ablegen. Und den anderen Schutz vor Waffenring wieder anziehen. Weil ich mir jetzt den Stärketrank... Wobei der auch nur 3 bringt, aber... Schutz vor Waffen 70. Alter Fuck. Okay, wie viel Stärke habe ich dann jetzt ohne Ring? 35, okay. Hä? Ach, die 5 von Horatio. Okay, okay, okay. Nam, 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 nam. Ich will ja nicht weiter auf Stärke gehen. Das heißt, das ist sehr schön. Wie viel Lebensenergie habe ich jetzt? 172. Nam, 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 nam. So. Und 192 habe ich jetzt. Ha, ha, ha. Das ist doch schon mal sehr gut. Fühle ich mich gleich noch mal ein bisschen mehr gestärkter. 2 weniger Stärke, aber dafür 5 mehr Rüstung. Und nochmal plus 20 Leben. Das ist doch schon mal sehr schön. So. Alte Mine, ich komme. Ja, guck, in dem Wald, da ist auch ein bisschen was nachgespawnt. Ah, ich kann mal den Ton wieder anmachen. So. Okay, dann schaue ich hier mal durch den Wald. Ich kann mal probieren, ob ich so einen Snapper schaffe. Die waren doch da oben irgendwo, oder? Wo waren die?
Da. Okay, ich werde mal einfach probieren. Ich werde mal einfach mal kurz schauen. Wir haben ja immer schon schöne Gruppen. Ah, shit. Guck, einzeln gehen die vielleicht. LOL. Ja, ich hab's ja verstanden, du Arschloch. Aber so in der Gruppe schon ein bisschen ätzend. Aber ich steig gleich auf. Holy fuck. Mal kurz gucken. Kann ich die da irgendwie einzeln weglocken? Schau, eigentlich müssten die hinteren nicht kommen. Dann sollte ich euch doch ohne Probleme verprügeln können. Na, dann komm. Wichser. Ja, verpiss dich mal. Ja, Visier am besten immer an. Alter. So. Okay. Wo komme ich denn da oben schon wieder raus, ha? Schluck doch mal den Scheiß Damage. Fick dich. So. Erstmal ein bisschen was essen. Na, gerade schauen, wie viel noch Fleisch bringt. Besser gesagt, wie viel Fleisch noch bringt. Wieso habe ich 140 davon? Ah, das kam vom Clown. Ah. Okay. Ist ja schon mal gar nicht so verkehrt hier. Lol. Ihr kleinen Scheißdinger. Boah, Alter. Ja, ist okay, Mann. What the fuck? Guck denn, auf welche Entfernung die einen wahrnehmen. Scheißteil. Drecksvieh. Scheißvieh. Lol. Das war nicht so beabsichtigt. Okay. Okay. Jetzt komm, fuck doch mal auf. Weißt du, dann treffe ich es wieder nicht, ey. Verreck doch mal. Die einen einmal dann da in dieser Scheiße haben, ey. Drecksteil, ey. Fucking Scheißdinger. Alter. So, jetzt guck mal, was da oben ist. Hä, ist da die Mine? What the fuck? Nee. Das kann nicht wahr sein. Nochmal speichern. What the fuck? Ist denn da für ein komischer Aufbau? Soll? Behindert? Mal kurz was gucken. Räuber. Ein Räuber. Hä? Was? Mal kurz was essen.
Hoppala. Wieso ist denn da ein Räuber? Was haben die da verloren? Komisch, das campt da schon wieder, oder was? Okay, okay, okay. Ja, ich speichere jetzt nochmal, weil ich gerade gegessen habe. Jetzt schaue ich mal kurz da hinten lang. Lol, aha. Lol. Okay. Schau mal, da hinten ist ein Troll. Aber ich weiß nicht genau, was mir das bringen soll. Kann man den beschädigen? Nee. Das ist wohl nicht so geil, da reinzulaufen. Aber einmal probiere ich es noch. Ich hab doch genau links da gesehen. Schau mal, was haben wir da? Okay, da werden irgendwelche Texte. Wenn ich ehrlich bin. Nein. Ich habe irgendwie das Gefühl, man kommt da später nochmal hin und kann dann auch den Troll töten. Das heißt, wir schauen uns mal da oben in das Räuberlager. Ja, zieh's halt raus. So nicht! Nice. So. Ja, was denn? Auf dem fucking Turm drauf ist der Wichser, ey. Ja, bist du ein Hurensohn! Wie soll ich es denn da hochschaffen, wenn der das chillt? Lol. Lol! Ja, ach komm. Weißt was? Ich lade jetzt hier einfach mal neu, vielleicht. Ach, mein Gott. Ich würde sagen, ich schaue es einfach in der nächsten Runde an, wie ich den Versuch Herr zu werden. Und ich würde an dieser Stelle schon wieder sagen, dass die Folge ja schon wieder vorbei ist. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. So. Und sag. Moment noch eben. Moment mal noch. Keine Bugs. Vielleicht hat er mir noch nicht bemerkt. Das wär's so. Bitte jetzt nicht diese scheiß Ruckler. Ein Frame. Alles gut. Jetzt wird er mich von der Leiter schießen, ohne dass ich sie überhaupt sehe. Oder? Nee. Nee, so hat das keinen Sinn. Also dann bis zur nächsten Runde. Ciao.